Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem Market Talk. Zu meiner Linken, Vivian Sparnberg von der Bank Vontobel und Annika Kessel von Cosmic Universe. Während den nächsten Minuten hören Sie, wie man mit solchen Avataren Werte kreieren kann. Annika, du bist Gründerin der Cosmic Universe. Kannst du dem Publikum in ein paar wenigen Sätzen erklären, was ihr genau macht? Wir sind eine Gruppe von Investoren, Visionären, Technologen, Kreativen, Künstlern, die verstehen, dass es für die neue Welt und die Zukunft ein anderes Bewusstsein braucht. Und unter diesem Bewusstsein, Freude und Liebe in die Welt zu bringen, erschaffen wir. Was das bedeutet ist, wir haben Avatare als Ambassadors in die Welt gebracht, die Hunderttausende von Followern haben als Community und die Millionen von Menschen im Herzen berühren. Mit Musik, mit Multimedia-Kampagnen, mit NFTs, das heißt digitale Assets auf der Blockchain, mit verschiedensten Multimedia-Kampagnen, die überall in den Zeitungen sind und die zum Beispiel auch auf Konferenzen sprechen und Menschen in allen möglichen Media-Genres berühren. Das klingt alles sehr futuristisch. Ich denke, da wird es schon ein paar Jahre noch dauern, bis da wirklich marktreife Produkte entstehen, oder täusche ich mich? Was wir tun, ist heute sichtbar und bringt heute Hunderttausende und Millionen von Menschen dazu, sich inspirieren zu lassen. Okay. Unsere NFTs kann man heute kaufen. Wir haben sie gelauncht. Die Avatare sprechen auf Konferenzen. Zum Beispiel haben wir auf dem Global Youth Summit der International Commission of Human Rights als Virtual Speaker mit unseren Avataren teilgenommen und auf der Bühne gesprochen. Und es besteht eine große Nachfrage danach, wie können wir unter neuem Bewusstsein mit dem Ziel, mehr Liebe und Freude zu kreieren, als Kollektiv von Künstlern, Unternehmern und Menschen gemeinsam Werte erschaffen. Ja, wenn man sich jetzt mal Facebook anschaut oder anguckt, Facebook heißt ja jetzt Metaverse. Das hat ja auch so ein bisschen im Metaverse zu tun, was ihr macht oder dass ihr künstliche Avatare erschafft. Ist es jetzt komplett was anderes, was ihr macht, im Gegensatz zu das, was Facebook oder Metaverse im Metaverse schaffen will? Was Facebook macht, ist im Grundsatz, sie bieten jedem die Möglichkeit, einen eigenen Avatar zu erschaffen. Und sie sind eins der Metaverse, die gerade entstehen, wo man als Unternehmen hingehen kann und Dinge hineinbauen. Wir sind eigentlich auf der anderen Seite. Wir sind agnostisch gegenüber jeglichen Metaverse. Das ist einfach eine zusätzliche virtuelle Landschaft, die entsteht. Und wir setzen uns dort hinein, um Experiences für Menschen zu erschaffen. Das heißt, wie können sich Menschen neu begegnen im Metaverse? Und wir machen es auf eine Art und Weise, dass es gut ist für Körper, Geist und Seele. Das heißt, es gibt ja das Wort Mindful. Wir schaffen eine Mindful Community Experience für unsere Co-Creator im Team zu erschaffen und auch für unsere Community. Also könnte es jetzt auch sein, dass man ein Avatar von euch im Metaverse von Facebook irgendwann mal wiederfindet? Das kann sein, wenn wir uns für Meta als Metaverse entscheiden. Wir fangen jetzt an, den Piloten in einem anderen Metaverse zu bauen, weil es optisch momentan woanders noch für uns passendere Möglichkeiten gibt, um optisch, haptisch mit VR Dinge zu kreieren, die wirklich das Herz berühren. Das Metaverse findest du denn spannender oder passender für eure Avatar? Wir haben uns einige angeguckt. Wir haben uns zum Beispiel gegen Sandbox entschieden, weil es sehr kryptisch ist, was dort visuell erschaffbar ist. Und wir haben uns jetzt für den ersten Use Case als MVP für Spatial entschieden. Spatial ist eine Umgebung, in der man sehr schön multimedial mit Sound, mit visuellem Gefühle erzeugen kann und wirklich man trifft sich dort, kreiert seinen eigenen Avatar, kann gemeinsam Rätsel lösen, man kann sogar das Alphabet in Form von Sound und Visuals darstellen und das ist für eine mindful Mind and Body Experience sehr gut geeignet. Annika, Influencer im Internet, meistens sind es ja Influencerinnen wie eure Leia Love und die Aya Stellar, die stellen Dinge in den Vordergrund, Kleider, Urlaubsdestinationen und versuchen irgendetwas zu verkaufen. Wie sieht denn euer Geschäftsmodell aus? Da möchte ich zuerst mal einhaken. Wir sind keine Influencer in dem Sinne. Influencer beeinflussen Menschen. Wir nennen uns Ambassadors. Das sind einfach virtuell kreierte Figuren, die ein Kollektiv repräsentieren. Und wir inspirieren Menschen. Wir sagen Menschen nicht, was sie kaufen sollen, was sie tun sollen. Wir sind komplett werbefrei. Und unser Geschäftsmodell liegt auf einer anderen Ebene, nämlich die Avatare sind selbst Künstler,
vertreten durch unser Kollektiv an Technologen und an Menschen, die für dieses Team arbeiten, als soziale Schwarmintelligenz eigentlich dahinter. Und wir haben NFT-Kollektionen gelauncht, die wir verkaufen, sind jetzt gerade dabei, die nächste herauszubringen. Das heißt, über digitale Kunst auf der Blockchain, über die IP, die Intellectual Property. Wir werden gebucht, um auf Konferenzen mit den Avataren oder als Menschen über das zu sprechen, was wir tun. Licensing into Gaming zum Beispiel. Wir waren jetzt gerade auf einer Spielkarte für Kinder als Good for the World Ambassador dargestellt. Und wir kreieren Experiences. Das heißt, Menschen verbinden sich im Physischen und im Virtuellen, zum Beispiel im Metaverse oder auch über andere virtuelle Umgebungen und können dort an Erfahrungen teilnehmen. Mhm. Das sind unsere drei Revenue Streams. So ein NFT kaufe ich also, wenn ich Fan bin von der Idee, die hinter Airstellar steht. Zum Beispiel, es gibt im NFT-Bereich sicher großteils Menschen, die einfach das als Anlageklasse, als Asset sehen und die dort investieren, weil sie das Team gut finden, das Projekt gut finden und antizipieren, dass das an Wert wachsen wird. Wir haben Menschen, die vor allem zu uns kommen und den Capital Inflow aufgrund unseres Purpose, weil wir sagen, wir möchten Liebe und Freude in die Welt bringen, kommen Menschen und investieren in uns und kaufen unsere NFTs. Und die NFTs enthalten auch die Frequenz davon, was wir tun. Das heißt, da wird auch Musik und Messages und Visuelles verwendet, was eben, sag ich mal, diese Schwingung herüberbringt. Alles, was man tut, auch was ihr tut, braucht am langen Ende Geld. Wie kommt ihr zu Geld? Wie begeistert ihr eure Geschäftspartner für eure Idee? Das tun wir vor allem über den Purpose, nämlich das, dass wir sagen, wir beweisen, dass wir mit Liebe und Freude in die Welt bringen, mit Inspiration von Millionen von Menschen Werte kreieren können. Und wir unterscheiden gar nicht so stark, ob es jetzt Investoren oder Sponsoring-Partner sind oder andere, zum Beispiel Co-Creator. Wir sehen als Energieaustausch für das, was wir tun. Und so kommen heute berühmte Künstler und Musiker zu uns und machen erstmal einfach mit, ohne dass wir sie bezahlen. Das ist auch ein Capital Inflow sozusagen für Kreativität. Und eben vor allem über den Purpose. Das heißt, wir haben zum Beispiel mit Gary Hofstetter, berühmter Schweizer Lichtkünstler, zusammen Projektionen, eine Love Your Planet-Kampagne mit den Avataren auf die Arktis-Eisberge, UNESCO-Weltkulturerbe, Gletscher, gefahren und haben so die Menschen mit Bildern begeistert, mit Emotionen, die im Herzen berühren. Wir kreieren Werte, die Menschen mal primär inspirieren, sich auch mit sich selbst und dem Planeten Erde auseinanderzusetzen. Wir haben jetzt eine Anfrage und Layer Love wird projiziert werden in Vaduz, als auch Finanzzentrum in Liechtenstein, aufs Regierungsgebäude als Symbol innerhalb des Lichtfestivals in Vaduz, jeden Abend als Symbol für Transformation, als Ambassador for Planet Earth. Der ist sie nämlich mit einer eigenen Hashtag-Kampagne, World Awareness Movement, für Transformation, für Blockchain und für Innovation. Mhm. Und eben für Werte. Liebe, Freude und Nachhaltigkeit. Klingt alles sehr abgespaced, aber das muss es wahrscheinlich auch, weil es braucht etwas Neues, um neue Botschaften zu transportieren. Genau. Annika, wenn man jetzt erstmal die Branche anguckt, in der ihr euch bewegt und wie sie sich vielleicht auch weiterentwickelt, als Investor und auch vielleicht als Gönner von diesem, wie kann man sich vorstellen, in welche Richtung das auch weitergeht? Was kann er davon in der Zukunft auch bekommen? Also wir bauen eigentlich ein Universum von Werten, die auf Liebe und Freude basieren. Und die logische Konsequenz davon ist ein Revenue Inflow, der riesengroß wird. Das heißt, wir werden ganz stark wachsen. Die Community wird immer größer. Wir werden als Organismus ein werteerschaffenes Konstrukt aus Investoren, Technologen, aus Künstlern bleiben und uns weiter erweitern. Celebrities machen bei uns mit und werden auch zunehmend bei uns mitmachen. Und was wir jetzt schon beweisen können, ist, dass unser Aktienpreis, wir sind nicht an der Börse gelistet, unser Aktienpreis hat sich versechsfacht seit Gründung. Wir sind jetzt seit 2 Jahren unterwegs. Wir werden vom Schweizer Staat unterstützt im Startup-Programm 2020. Finanziell, weil sie gesagt haben, das ist ein Life Science Case, der für die Schweiz in Form von Innovation mit Technologie gebackt, den sie unterstützen möchten. Und die Unternehmensbewertung ist schon Faktor 10 versus der Gründung. Das heißt, wir beweisen, dass Shareholder Value und auch Capital Inflow in jeglicher Form absolut passiert und das dazugehört zu diesem Konstrukt. Und wir sehen auch unsere Investoren zum Beispiel als Community. Vielfach kommen Menschen zu uns und sagen, ich möchte hier mitmachen, ich habe so und so viel Geld, wie kann ich mich sonst noch einbringen? Und dann arbeiten sie mit ihren speziellen Qualifikationen auch als Co-Creator bei uns mit.
Vielleicht haben sie riesengroß, wir haben ein riesengroßes eigenes Unternehmen, die eine eigene Community haben, wo wir mit Partnern können. Und Menschen investieren bei uns in Form von ihrem Kapital oder auch ihrer Kreativität, um auch mitzugehen in die neue Welt. Weil das, was wir machen, Social Media zu nutzen, die alte Social Media Welt, Instagram, das Web 3 als neues Social Tool, Twitter und den ganzen NFT-Space, dort verändert sich gerade so viel transformativ, was wirklich auch Auswirkungen hat auf die Realwirtschaft. Weil NFTs können wirklich wie das Internet die gesamte Welt verändern und das sehen wir auch, weil über Technologie und einen Layer, wie auch einen eigenen Token, den wir rausbringen, eigentlich eine neue Form von Digital Community orchestrieren, wie ein State of Love eigentlich. Und das Ganze mitzulernen, wie wir in die neue Welt gehen, deswegen investieren Menschen bei uns in jeglichster Form, um zu lernen und mitzuflowen. Aber ist jetzt so auf langer Sicht, habt ihr oder denkt ihr daran, dass eure Key Message sich irgendwann ändern wird? Oder wird das eigentlich immer Love und Nachhaltigkeit und dass man die Menschen zusammenbringen möchte, eigentlich immer der Kernprodukt sein? Oder wollt ihr dann irgendwie noch was draufsetzen oder vielleicht was ändern? Das wird im Kern es immer bleiben. Wir als Menschen stehen auf und fangen an, die Dinge anders zu tun, weil es braucht für die Zukunft andere Lösungen. Das heißt, wir arbeiten anders zusammen, als wir das aus klassischen Wirtschaftsunternehmen kennen. Die Form des Co-Creation ist eine andere Form, auf einer anderen Frequenz kann man sagen, mit anderen Formaten und Tools. Und der Prozess und die Menschen sind eigentlich an sich auch schon das Produkt. Das heißt, man kann uns public dabei zugucken, wie ein Menschen mit neuem Bewusstsein neue Lösungen kreieren. Okay. Cosmic Universe ist ja noch nicht an der Börse. Gibt es dann auch Aktien traditioneller Unternehmen, die du kaufst und wo du investierst, also Nestlé, BASF und so weiter? Momentan nicht und werde ich in Zukunft auch nicht. Ich halte momentan NFTs, das ist das einzige fremde Asset. Ich habe immer mein Geld in die Firmen investiert, die ich aufgebaut habe und jetzt auch in Cosmic, was sich auch schon bewährt hat. Ich habe aktuell mein gesamtes Portfolio verkauft. Ich war über verschiedene Fonds in Aktien, die meist über Indizes gebündelt waren, abgestoßen. Ich bin davon überzeugt, und Staatsanleihen waren dort auch drin, ich bin davon überzeugt, dass es einen substanziellen Systemcrash geben wird, wovon kein Wirtschaftsunternehmen weglaufen kann. Wir sehen das schon, die Inflation. Und mein persönliches Gefühl ist, dass auch die Investmententscheidungen immer mehr aus dem Kopf ins Gefühl gehen dürfen. Und da ist einfach meine Lösung für mich, in die Dinge, die ich selbst beeinflussen kann und wo ich Werte mit kreieren kann in dieser Welt, dort zu investieren. Und dieser Systemcrash wird viele, viele Werte, Unternehmen und Anlageklassen, die wir heute kennen, vernichten. Inklusive, das wir ja heute schon sehen, bestimmte Strömungen im Finanzsystem und auch in politischen Interaktionen funktionieren nicht mehr. Und es müssen jetzt neue Lösungen gefunden werden. Und die liegen jenseits von dem, was wir bisher kennen. Deswegen bin ich dort bewusst rausgegangen. Gut, meine Damen und Herren, die Gelegenheit, auch einen Blick an die Börse zu werfen. Wenn wir uns die Kursgrafiken, die Entwicklung also der letzten Monate mal anschauen, S&P 500, DAX, SMI, alles im Abwärtstrend und zwar nicht erst seit dem 24. Februar, sondern schon seit Mitte November. Da sieht man also, dass systemisch etwas mehr geht. Jetzt haben wir Mitte Juni oder Mitte Juli, der DAX hat etwas länger gebraucht, eine Aufwärtsbewegung gesehen, 15% plus minus bei den Indizes. Aber bei InvestCH konnten Sie das auch schon nachlesen. Vor einer Woche ist die Erholung ausgelaufen und die Kurse stehen jetzt wieder zunehmend unter Druck. Weitere Details, wenn Sie darüber mehr lesen möchten, auf unserer Service-Seite zu diesem Video, die unten eingeblendet ist. Wenn wir jetzt das alles von Annika gehört haben, klingt ja schon irgendwie sehr futuristisch. Denkst du, dass wir da vor einer kleinen Revolution stehen? Also ich habe schon im Vorgespräch gemerkt, ich finde es sehr interessant, was Annika uns alles erzählt hat und auch in welche Richtung es geht. Vor allem nicht nur in Richtung, was die Message ist, sondern auch, wie sich Investitionen auch weiterentwickeln werden. Wahrscheinlich, dass man vor 10 Jahren gesagt hat, was sind NFTs und dass man die kaufen kann. Und so etwas ist schon wahrscheinlich nicht so normal gewesen. Aber man sieht schon, dass gerade die jungen Generationen eben auch in diese Teil vorstoßen. Metaverse, alles, was sich digital
digital abspielt, dass da halt viel, viel gemacht wird. Und deshalb ist es, glaube ich, schon eine Revolution und es geht eigentlich auch schon relativ schnell. Und bald sind wir wahrscheinlich mittendrin und jeder ist vielleicht im Metaverse hier verankert. Und deshalb denke ich, ja, die Revolution ist, glaube ich, schon voll im Gange. Und Annika, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anschaut, deutsche Virtual Influencer im Gegensatz zur USA oder zu Asien, sind wir da eigentlich relativ weit vorne mit dabei oder haben wir so ein bisschen das Nachsehen? Also wir bei Cosmic Universe sind schönerweise auch in Europa relativ weit vorne mit dabei und auch im deutschsprachigen Raum. Es ist tatsächlich so, dass die Themen erst, also personalisierte Avatare als Storytelling, erst Anfang 2019 eigentlich nach Europa rübergeschwappt sind. In Asien und USA findet man einige Avatare, die aber auch ganz stark in den Bereich eben Transformation, neue Technologien und auch Community gehen. Auf der anderen Seite sage ich immer, macht nur die Technologie möglich. Pippi Langstrumpf und Mickey Mouse waren auch Avatare oder Peterson Findus, Figuren. Und es wurden immer fiktive Charaktere kreiert, die Menschen inspiriert haben, größer zu denken, sich vorzustellen, in Fantasiewelten einzutauchen oder auch nicht möglich scheinen, das möglich zu machen. Und dafür stehen genau wir. Deswegen sage ich immer, nur weil Social Media und die Avatar-Technologie, also Game Engines, heute möglich machen, was vor 5 Jahren noch nicht möglich war, nämlich dass wir eigentlich als Produktionsstudio über Social Media und andere Medien rausgehen und broadcasten an Hunderte von Millionen von Menschen. Wir haben in 2020 700 Millionen Impressions erreicht. Das macht die Technologie möglich, aber die virtuellen Charaktere gab es auch vorher schon. Man muss nur nicht mehr Disney und Pixar sein. Also man hat sich eigentlich ein bisschen größeres Publikum auch damit erschaffen. Man hat man mehr Reichweite bekommen. Mhm. Früher hat man halt Pippi Langstrumpf als Buch gelesen und heute kann man sie wahrscheinlich dann virtuell als andere Avatar sehen und die Message hören. Genau, und genau wie es bei Pippi Langstrumpf auch um Astrid Lindgren geht, die Avatare sind für unsere Community und für uns Menschen, die als Kreateure dahinter stehen, eigentlich nur das Sprachrohr. Und der Prozess und die Menschen ist genauso ein Teil dessen, wie der Avatar, der die Geschichte darüber erzählt und die Werte vermittelt und die Menschen inspiriert. Wie geht es bei euch weiter jetzt die nächsten Monate im Geschäft? Wir launchen jetzt im Herbst die nächste NFT-Kollektion, 2222 Ambassador NFTs, die auch eine, wir sagen, Community of Love Seeding dafür da sind. Das heißt, wir bewusst über das Thema Liebe und Sustainability auch vermarkten. Und das ist auch ein Tool, um das nächste Layer der Community zu erschaffen. Das heißt, wenn man ein NFT besitzt, kann man Utilities nutzen, sogenannte Services, die hinter den NFTs liegen, dass man zum Teil an Veranstaltungen teilnehmen kann im virtuellen Raum, dass man sich mit anderen Co-Creatoren verbindet. Wir haben ein unfassbares Netzwerk innerhalb von Cosmic an ganz interdisziplinär aufgestellten Menschen von Technologen über Psychologen, Wirtschaftswissenschaftler, Blockchain-Experten, Krypto und. Und so kann man eben übers NFT-Holding erstmal an einem Wertsteigerung teilnehmen, um dann auch sich über die Zeit hinweg, wenn man selber beitragen möchte, auch mit uns zu verbinden. Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, im Internet tut sich eine ganze Menge. Nicht nur mit digitalen Assets, sondern auch mit komplett neuen Anwendungen wie die von Cosmic Universe, die Avatare. Wir bleiben für Sie am Ball. Wenn Sie dieses Video gut gefunden haben, verpassen Sie uns ein Händchen hoch. Das ist wichtig für den YouTube-Algorithmus, weil der zeigt dieses Video dann auch anderen Investoren. Abonnieren Sie auch diesen Kanal, dann verpassen Sie keines unserer zukünftigen Videos. Ich bedanke mich bei Vivian Sparenberg und Annika Kessel. Wir sehen uns hier in etwa 2 Wochen wieder. Bis dahin eine gute Zeit und viel Erfolg an den Märkten.